Hallo und willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei den Workshop-Videos der Akustikgitarre. In diesem Fall beim Workshop-Special der Ausgabe 1 2021. Wir schauen uns einen Song an im Stil des amerikanischen Musikers Lenny Kravitz mit einer interessanten Akkordfolge, mit ein paar souligen Harmoniewendungen und vor allem mit einer herausfordernden Arbeit der Anschlaghand. Nicht, weil sie so schwierig ist, sondern weil mal ein bestimmtes Anschlagpattern, ein Strumming-Pattern in der 16-Ebene relativ lange durchhalten muss, ohne dass die rhythmische Exaktheit leidet, ohne dass der Druck nach vorne und die Frische von jedem Takt einfach nach unten geht über längere Zeit. Um hier mitzuspielen, müsst ihr einen Capo hier in den vierten Bund setzen. Unsere Akkorde befinden sich im tonalen Umfeld von A-Dur und mit Capo im vierten Bund spielen wir dann klingend Des-Dur. Ja, jetzt im Video geht's weiter. Wir schauen uns erst an, wie das Rhythmuspattern gespielt wird. Dann gehen wir die Akkorde im Einzelnen durch. Und danach habt ihr nochmal Gelegenheit, das Ganze zu sehen und zu hören zum Jam-Track dieses Workshops. Und wenn das alles klappt und ihr gut damit zurechtkommt, könnt ihr da auch schon direkt mitspielen. Die Noten dazu gibt es in der Printausgabe der Akustikgitarre 1 2021 und der Jam-Track ist exklusiv auf der Begleit-CD zu diesem Heft erhältlich, die auch separat zu erwerben ist. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und viel Erfolg mit diesem Workshop im Stil von Lenny Kravitz. Schauen wir gemeinsam in Abbildung 1a. Hier geht es um das grundlegende Rhythmuspattern des Songs. Unser Akkord, mit dem wir das üben, ist ein C Major 7. Ihr könnt C-Dur greifen und dann den ersten Finger hochheben. Schon habt ihr C Major 7. Für das Pattern müssen wir die 16-Ebene, das heißt, wir machen die Achtelanschläge als Abschläge. Das wird so gezählt. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Wenn wir jetzt die Aufschläge dazu nehmen, bekommen wir die 16-Ebene. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und in dieser Ebene bewegen wir uns für den gesamten Song. Pattern Nummer 1 hört sich so an. Ich mache es nochmal ganz langsam. Die Anschlagrichtung seht ihr in den Noten. 3 und 4 und. Abbildung 1b ist eine Version, die ein bisschen ausgedünnter ist. Wenn man mal einen Songteil nicht ganz so voll und so dicht gestalten will, kann man die benutzen. Die hört sich so an. 1, 2, 3 und 4. Auch die nochmal ganz langsam. 3 und 4. Okay, das waren die zwei Rhythmus-Patterns. Jetzt gehen wir zur Songform. Abbildung 2 und schauen uns erst die Akkorde an. Wir brauchen einen D Major 7. Das ist ein Barré, erster Finger über die drei obersten Saiten im zweiten Bund. Und ganz wichtig, der Daumen muss die tiefe E-Saite wegdämpfen. Er legt sich auf die Halsoberkante und berührt die tiefe E-Saite ganz leicht seitlich. Die leere A-Saite könnt ihr ruhig mitnehmen, die ändert den Klang des Akkordes nicht sonderlich. Das ist unser D Major 7. Zweiter Akkord, A Major 7. Und auch hier mit dem Daumen tiefe E-Saite wegdämpfen. A Major 7, die Töne A, E, Gis, Cis, E. Fingersatz, Leerseite, zweiter Finger, erster Finger, dritter Finger, Leerseite. So, dieser Wechsel D Major 7, A Major 7, kommt für 8 Takte, dann geht es weiter mit C Dur, G Dur, A-Moll 7,
A-Moll 7 kriegt ihr aus dem A-Moll-Griff, indem ihr einfach den dritten Finger wegnehmt, damit die G-Seite leer klingen kann. Dann kommt H7 sus 4, H7. Greifen wir im zweiten Bund als Barré. H7 sus 4, H7. Die Ableitung. Greift mal einen A7-Akkord mit diesem Fingersatz. Dann schiebt ihr das zwei Bünde hoch. Barré-Finger kommt dazu. Das ist dann ein H7. Und wenn ihr den sus 4 einbauen wollt, geht hier der kleine Finger ein Bund weiter nach oben. H7 sus 4 zum H7. Wer das lieber mit offenen Akkorden spielt, würde ich diesen Vorschlag machen, ein H sus 4 ohne die 7. Es wäre ein H Power Chord, zweiter Bund plus H und E Seite leer. Der erste Finger, der die A Seite greift, dämpft gleichzeitig die tiefe E Seite weg. Das wäre H sus 4 und für den H7 nehmen wir den ganz normalen, bekannten Open String H7 Akkord. Hier dämpft der zweite Finger, der auf der A-Seite greift, die tiefe E-Seite weg. H sus 4, H7. Okay, das war die Akkordfolge für den Vers und das Intro. Jetzt gehen wir weiter zum Refrain. A Major 7, C Dur, dann ein H Moll 7, hier mal nicht als Barré gegriffen. Der geht so: Wenn ihr euch den H7 von eben nehmt und lasst den ersten Finger weg, sodass die D-Seite leer ist, haben wir einen H Moll 7. Nützlicher Griff, kaum jemand kennt den, kaum jemand benutzt den, aber ihr habt ihn jetzt hier gelernt. Dann kommt der E7 sus 4. Hier kann fast der ganze Griff liegen bleiben. Ihr hebt den vierten Finger hoch und die tiefe E-Seite kommt als neuer Grundton dazu. E7 sus 4 und dann kommt der dritte Finger weg. Der erste Finger hier dazu ist ein E7. Die vier Akkorde nochmal. A Major 7, C, H Moll 7, E7 sus 4, E7. Es kommt nochmal ein Vers, nochmal ein Refrain und ein Instrumentalteil, keine neuen Akkorde. Wir müssen uns nur noch den Refrain kurz anschauen. Der beginnt wieder mit A Major 7. Dann kommt statt dem C beim Refrain im Fade-Out ein A Moll 7. Ja, der unterscheidet sich vom C nur durch den Grundton. Mit C im Bass. C-Dur. Wenn wir den dritten Finger wegnehmen und die leere A-Seite im Bass spielen, ist es A-Moll 7. Dann kommt wie vorher H-Moll 7, E7 sus 4, E7. Kurz diese letzte Akkordfolge vom Refrain im Fade-Out. A-Major 7, A-Moll 7, H-Moll 7, E7 sus 4, E7. So, das Rhythmus-Pattern von Abbildung 1 gilt die ganze Zeit. Mit der ausgedünnten Version könnt ihr bestimmte Songteile ein bisschen zurücknehmen. Und jetzt sind wir gerüstet und können das Ganze mal zum Jam-Track spielen. Viel Spaß und viel Erfolg dabei.